So, moin moin ihr Lieben, wie versprochen im letzten Warm-up, es gibt ein Cooldown dieses Mal. Livestream habe ich angekündigt, dass ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde. Einfach zu spät, wenn wir ein spätes Sonntagabendspiel haben. Manchmal schaffe ich es, aber normalerweise, wie viele wissen, klingelt mein Wecker morgens um 4.30 Uhr und dann nach 23 Uhr ins Bett gehen. Ist ein wenig Zeit, um zu schlafen und sich zu erholen und sich ready zu machen für die Videos. Aber wie versprochen, Cooldown klappt Montagabend 20 Uhr Part 1 und ich sag mal so 20.15 Uhr etwa startet dann Part 2. Wir haben den 32. Spieltag, wir haben noch zwei Spieltage zu gehen. Absolute Spaß. In der Bundesliga, absolute Spannung, aber auch beim Kicker Manager Interactive, bei Classic, bei einigen, bei mir absolut tiefgekühlt alles mittlerweile, richtig krass leider Gottes. Das Schlimmste für mich ist, selbst mein eigenes Managerspiel, das Top-11-Spiel, läuft einfach nur noch katastrophal. Ich kann es nicht anders sagen. Aber gut, jetzt schauen wir rein. Part 1 ins Managerspiel Classic. Und auch hier, ich habe gesagt, tiefgefroren. Minus 8 Punkte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Pacho minus 2, bei Nora Nora minus 4, Xavi minus 7, Schalai minus 4. Ja, ich gucke gleich mal, ob ich vielleicht ganz hinten gelandet bin. Wir schauen nochmal ganz kurz auf die Liga, gucken, was sich da getan hat. Wie gesagt, die letzten beiden Male ist Cooldown leider ausgefallen. Wir sehen hier mal, die Top-Leute holen 26 Punkte. Wir haben einen Jürgen Plewka, einen Namen, der uns allen bekannt ist, mit 19 Punkten. Ich sehe hier auch einen Chefscoach mit 16 Punkten. Johnny hat 20 Punkte. Stefan Andres 23 und Johannes Hoch gewinnt den 32. Spieltag mit 26 Punkten. Ich schaue mal ganz kurz, ob wir schnell nach hinten scrollen können. Ah ja, guck mal. Da bin ich ja mit meinen, guck mal hier, minus 21 Punkte wäre sogar möglich gewesen. Da muss man jetzt ganz kurz, das interessiert mich dann doch zu sehr, reinschauen, wie man minus 21 Punkte holt, indem man einfach, Robin Gosens hat, Dina Ebimbe hat, Martel, Xavi, Melem und Openda. Sowas ist schon einfach unfassbar. Unfassbar witzig, minus 21 Punkte, da bin ich ja mit minus 8 Punkten richtig gut dabei. So Johannes, jetzt feiern wir ganz kurz dein Team, plus 21 Punkte mit Atubolu im Tor hat man das erreicht, eine Abwehr, die 0 Punkte holt, ein Mittelfeld, in dem ein Mitchell zumindest mal 10 Punkte holt und natürlich ein Harry Kane plus ein Tim Klein. Jetzt Tim Klein, das war ein sehr nicer Pick Anfang der Saison mit 9 Punkten. So Johannes, ein Hoch auf dich auf 26 Punkte. Und den Spieltagssieg am 32. Spieltag. Glückwunsch dazu. Wir schauen ganz kurz aufs Gesamtranking. Wir stellen mal fest, weil wir lange nicht mehr drauf waren, kümmern wir uns mal die Top 10 an. Mit McMark VfB mit 515 Punkten, punktgleich Scholter auch 515 Punkte. Und Johannes Mähle, Manager United, ist mit 526 Punkten dabei. Toni Polster, 543 Punkte. Jürgen Plewka, gerade schon genannt, auf Rang 4 des Tagesranking, auf Rang 6 des Gesamtrankings mit 580 Punkten. Die Helga, 8 Punkte dahinter. Dann der wundervolle Evo mit 603 Punkten. Chefscoach, 642 Punkte. Und Marsha und Stefan Driesch, das wird ein richtig schönes, richtig enges Familienduell an der Stelle. Wir schauen uns einmal kurz die beiden Teams an, um zu wissen, welchen Spielern wir die letzten zwei Spieltage die Daumen drücken dürfen. Bei Marsha schauen wir erstmal rein. Kevin Müller, super Wahl auf jeden Fall fürs Tor. Grimaldo ist jetzt natürlich ganz bitter, aber gut, nur ein Abwehrspieler. Aber Grimaldo hat jetzt zuletzt nicht gespielt. Das könnte sogar so ein bisschen weitergehen. Stöger funktioniert ganz gut. Bochum mal jetzt gerettet. Mal gucken, wie es mit Bochum weitergeht. Ja, Wirtz und Grimaldo. Das ist halt der Scheiß mit den letzten Spieltagen. I'm so sorry. Mit Hofmann hast du wenigstens einen, der so ein bisschen davon profitieren könnte. Sabitzer zuletzt auch nicht gespielt. Boah, Openda dann schlecht gespielt. Das tut richtig weh. Das war ein richtig schlechter Spieltag auch, stelle ich gerade fest. Duranville habe ich jetzt gelesen, dass er, glaube ich, im Training wieder ist. Vielleicht hast du ja Glück, dass der nochmal Punkte holt. Ansonsten minus 2 Punkte, 4 Punkte, ich glaube 8 Punkte hast du geholt. Jo, das macht es da vorne dann auch nicht wahnsinnig geil. Stefan Driesch, wie gesagt, noch 12 Punkte vorne. Mal gucken, ob er ein bisschen mehr Glück hat. Kevin Müller ebenfalls im Tor. Eine Abwehr, die funktioniert. Grimaldo auch, aber ein Chabot, der wird erstmal auch gesetzt sein, auch die letzten zwei Spiele noch. Ist nicht immer positiv. Genauso bei Mainka, obwohl Mainka da schon deutlich besser ist. Beste zuletzt jetzt mal mit Minuspunkten. Ansonsten ja auch Hofmann und Sabitzer, das deckelt sich. Boah, und dann haben wir ja Openda, habt ihr auch beide. Aber hier bei dir noch Boniface mit dazu und Gruner mit dazu. Ich würde fast denken, wenn ich mir die zwei Teams angucke, aufgrund der Rotation bei Leverkusen, also den Flo Wirtz, der wahrscheinlich
erstmal nicht so viel spielen wird. Ja, dass du, liebe Marsha, das Nachsehen haben dürftest. Aber schauen wir mal, es sind nicht viele Punkte, es ist alles möglich. Und dann schauen wir ganz kurz in die Interactive-Runde bei uns rein. Robin Zentner hat mich in letzter Zeit richtig glücklich gemacht. Sowieso lief es eigentlich ein bisschen besser. Kevin Schlotterbeck hätte ich mal selber mir einfach holen sollen. Ich habe den immer in meinen Videos gelobpreist und habe dann halt, und deswegen habe ich ihn nicht genommen, keinen Abwehrspieler getauscht, weil ich Stiller haben wollte und weil ich Wirtz haben wollte und weil ich Leroy Sané haben wollte. Auf Leroy Sané hätte ich lieber mal verzichtet. Dafür mit Schick und Šeško mittlerweile ein Sturm, der echt punktet. Also da kommt langsam so ein bisschen Fahrt auf. 63 Punkte ist an so einem Spieltag gar nicht so ganz schlecht, wie ich finde. Schau mal bei der Manchester United Liga rein. Da stellen wir fest, mit 63 Punkten. Naja, so, ja, na, okay. Okay. Platz 89. Ist für meine Verhältnisse gar nicht mal so ganz schlecht. Wie gesagt, schauen wir uns ganz kurz hier mal die Top 10 an. Was haben die Leute so an Punkten? Wir haben hier, yes, es ist ein gesechstelten, gefünftelten, gevierteten, 9. Platz mit Toni Polster, Christoph Miebach und Dennis Bönnecke. Michael Klein haben wir auf der 8, Tomic auf der 7, Weißweiler Rose oder die Weißweiler Rose auf der 6, Robin Kopper auf der 5, Florian Krüttner auf der 4, Sebastian Drü, noch nie gehört, auf der 3, Daniel Rast auf der 2, beide punktgleich mit 85 Punkten und Jürgen Plefka holt auch hier in der Manchester United Interactive Liga eine Punktezahl, die sich sehr, sehr sehen lässt mit 90 Punkten. Schauen wir ganz kurz in dein Team rein und stellen fest, auch du hast Zentner im Tor, eine schöne Abwehr mit Frimpong. Also da hast du ein bisschen Glück, ne? Frimpong, der häufiger noch irgendwie gespielt hat. Kosunu jetzt auch wieder öfter drin ist. Und Benny Henrichs, Palacios, Martel, ein Gran Chaka, der getroffen hat. Dann haben wir hier noch einen Undorf, einen Schick, einen Wind. Genau, so ein bisschen im Aufwind die Wolfsburger zuletzt. Oh Gott, da war der schlecht, das tut mir leid, Leute. Jürgen Plefka, Glückwunsch an dich. Raus an den Spieltagssieger unserer Interactive Liga. Und dann schauen wir auf die Gesamtwertung, ob sich hier was gemacht hat. Wir gehen hier auch in den Top 10 rein, sehen Philipp Wiedmann ist noch in der 10 drin, Stefan Driesch auf der 9, Marco Stefan auf der 8, Hadl auf der 7, Felix Grimmelsmann rutscht ein ganzes Stück nach vorne hier auf die 6, MST Ole auf die 5, Matze BVB auf die 4, der Benjamin Faller ist jetzt auf der 3, Marco Dinic auf der 2 und Stefan Bennig ist auf der 1, wo ist denn unser Wüstenrot-Manager United Mensch, auf Rang 14 mittlerweile. Richtig, richtig abgebaut, die Hinrunde noch überragend gespielt. Jetzt ist Stefan Bennig vorne, wir sehen genau 10 Punkte Unterschied. Benjamin Faller dürfte wahrscheinlich raus sein, aber zwischen Marco Dinic und Stefan Bennig könnte es richtig spannend werden. Deswegen schauen wir auch ganz kurz bei den beiden Teams einmal rein. Wir haben hier einmal Marco Dinic, Atubolu im Tor. Er macht das ganz solide, macht das ganz gut gegen die Kölner. Grimaldo ist hier natürlich auch ein Faktor, Karin Žabek auf der Bank gelassen. Ansonsten eine schöne Abwehr, wenn die Kölner mitspielen. Auch Wirtz hier, Grimaldo-Wirtz-Kombination. Das tut den Leuten, die halt ganz oben mit dabei sind, jetzt weh. Jetzt kommt es so ein bisschen auf die zweite Reihe an. Wer hat hier am meisten zu bieten? Schavi jetzt erstmal auch mit der gelb-roten Sperre und einigen Minuspunkten. Das war bitter. Bei mir auch entsprechend Kapitän im Top-11-Team. Ansonsten habe ich echt eine gute Wahl getroffen. Nur bei Schavi komplett in die Toilette gegriffen, leider Gottes. Wunderbar, dann sehen wir im Sturm, sehen wir auch noch eben Wind, Undav, Openda, wie gesagt auch Palacios noch und Führich, das sind alle Spieler, Mio vielleicht auch noch kommend, die dann doch spielen, aber wie gesagt, zwei Leverkusener ist mit der Rotation derzeit schwierig, Stefan Bennig 10 Punkte vorne, da sehen wir auch Atubolu im Tor, auch das Problem mit Grimaldo, auch das Problem mit Wirtz, ein Röhl, der aber hier auch noch ausfällt, ein Xavi, den es gekostet hat, das wird im Mittelfeld ein bisschen bitter, da haben wir noch einen Rocco Reitz auf jeden Fall sitzen, Beste, aber der spielt, ich glaube Kleindienst ist gesperrt, Openda, Undav, Boniface könnte ein interessanter Faktor noch werden, da würde ich jetzt keine Prognose ehrlich gesagt mehr erlauben, anders als im Classic-Team, sehe ich das alles deutlich ausgeglichener an, wir sind bei 2574 Punkten, schauen wir mal ganz kurz auf die Gesamtrangliste und sehen, dass wir da doch einiges nochmal abgeschenkt haben, mit 2574 Punkten landen wir auf dem dritten Reiter, die Top 50, immerhin fast die Top 50. Stefan Bennig auf der 54, Platz 1. Erstmal schauen wir ganz kurz bei 105 Punkten. Auch kein, insgesamt kein guter Spieltag, muss man sagen. Ulf-Peter Schröder hat tatsächlich den Spieltag-Sieg geholt mit 105 Punkten.
auch eher mit Spielern, die nicht gespielt haben, aber an Marco Reus, der sich jetzt die letzten Spieltage zu seinem Abschied hin nochmal richtig lohnen könnte. Ein Kramaric, der wirklich in guter Form auf jeden Fall gerade ist, muss man schon sagen. Kann man natürlich auch beim Top-11-Team berücksichtigen, anders als beim Kicker-Manager. Kann man hier nämlich jederzeit sich die Spieler reinholen, bei denen man denkt, dass sie richtig abrocken. Und jetzt schauen wir ganz kurz hier nochmal. Elmar Hayni, 2738 Punkte. Unfassbar. Und das ist natürlich die Creme de la Creme, muss man dann schon sagen. Atubolo ist total in Ordnung. Anton Ta Grimaldo, ja, 300, 240, 203 Punkte. Unfassbar. Mittelfeld 300, 200, 200, 200 Punkte. Und im Sturm sieht es genauso aus. Unfassbares Team. Elmar Hayni, unfassbares Team. Anders braucht man es nicht sagen. So viel Cooldown Part 1. In Part 2 schauen wir jetzt auf die schwierige Tippliga für mich. Und in Part 2 schauen wir auf noch schwierigere Top-11-Team. Ich wollte unbedingt in die erste Liga kommen. Und ich muss so ehrlich sein, ich glaube, derzeit kämpfe ich sogar so ein bisschen, um nicht in die zweite Liga abzurutschen. Wer noch nicht dabei ist, schaut auf jeden Fall mal kurz rein. Ich gebe euch einen Einblick in die Head-to-Head-Berechnung, die wir jetzt neu am Start haben. Sind wir noch ein bisschen am Basteln, wird aber richtig, 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 richtig geil. Ich verspreche euch, die nächste Saison wird überragend. Und natürlich haben wir auch einen EM-Manager mit am Start. Auch da vielleicht schon im Head-to-Head-Modus, müssen wir mal schauen, ob wir das noch hinbekommen. Aber das soll so ein bisschen als Versuchsphase dann laufen. Und dann ist Saison 2024/2025, yes, die Top-11-Liga in überragender Verfassung zu haben. Ich sehe euch gleich drüben bei Part 2 Manchester United Cooldown, 32. Spieltag. Bis gleich.